Das Spiel in Russland war kein leichtes Spiel. Es waren sehr motiviert gegen uns natürlich als Bundesliga-Verein, aber wir haben das Gott sei Dank über die Bühne gebracht. Wichtig ist der Aufstieg und jetzt überwintern wir im Cup und das ist wichtig, dass wir unser Ziel. Also die Partie in Wustenau ist eigentlich für uns sehr gut gelaufen. Wir haben die erste Halbzeit sehr kompakt gespielt, offensiv gut gespielt, sind hinten gut gestanden in der Verteidigung. Und ja, also die zweite Halbzeit haben wir nach vorne ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, unsere defensive Arbeit war einfach an dem Tag gut und wir haben auch sind auch verdient aufgestiegen und ich glaube, das hat gepasst. Und gegen Mattersburg morgen hoffen wir auf einen Sieg. Die sind auch sehr lang sieglos. Und das müssen wir ausnutzen und wir müssen einfach so auftreten wie gegen Sturm. Oder in die vorigen Spiele, wo wir gut gespielt haben, müssen wir es einfach beweisen wieder und einen Sieg anbringen. Mattersburg ist natürlich so, dass ein riesengroßer Platz ist. Man muss schauen, dass einfach in die Zweikämpfe kommen, weil es eine kampfkräftige Mannschaft ist. Und man muss einfach dagegen halten. Und dann, wenn wir unser Spiel aufziehen, glaube ich, sind drei Punkte drinnen.